mich wie Bolle. Es geht endlich wieder los. Ich weiß nicht, wie viele Fahrten das mittlerweile ist. Es sind 20, 30 Fahrten. Und wir haben jetzt, nachdem das Auswärtige Amt die Risikobewertung fürs Ausland aufgenommen hat, endlich noch eine Möglichkeit gefunden, loszufahren. Und wir sind wieder in Hamburg. Es geht nach Innsbruck und wir gucken, was kommt. Ich freue mich. Super. Ich sage euch alles, Leute, wie kriegt man ein... Oh. Wie kriegt man einen 2-Meter-Mann in ein 1,80-Bett? Das geht gar nicht, ja? Und deshalb ist das Thema Autoreisezug sehr, sehr unkomfortabel. Heute Nacht zumindest gewesen. Auch wenn die Nacht, wenn man durchfährt, sicherlich sehr komfortabel und zeitsparend ist. Schön war es nicht, das muss man aller Fairness halber sagen. Und das haben wir gestern auch noch 2 Stunden gestanden oder länger, wegen eines sogenannten Personenschadens, so der Schaffner, was immer das heißen mag. Ich hoffe, es ist gut ausgegangen für den mit dem Personenschaden. Ich habe heute Morgen auch einen Rückenschaden. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Innsbruck und wir würden uns melden, wenn es denn weitergeht. Ich bleibe noch ein bisschen liegen. Nach der Ankunft des Autoreisezuges in Innsbruck haben wir uns auf die Autobahn begeben. Rund 60 Kilometer hatten wir hinter uns zu bringen bis zur Stadt Imst, wo wir die Autobahn wieder verlassen haben. Das Tagesziel war der Lago di Seo und die Stadt Pisonie im Norden des Sees. Doch auf dem Weg dorthin haben wir den Regenpass bewältigt und das Stilfser Joch, welches für jeden Motorradfahrer ein echter Traum ist. 25 Kilometer geht es steil bergauf mit 48 Kehren bis zur Gipfelstation. Ein paar bewegte Bilder dieser Anfahrt, die wir bei schönstem Wetter hinter uns gebracht haben, möchte ich euch nicht vorenthalten.
Heute ist Tag 2 und wir haben die Stadt Pisoni am Lago di Seo erreicht. Mit dem heutigen Tag wollen wir in die Toskana einfahren. Das sind jetzt nochmal 200 Kilometer. Spektakulär soll es nicht werden. Wir haben uns auch nicht großartig was vorgenommen. Wir müssen also einfach mal sehen, dass wir jetzt ein bisschen Strecke machen. Denn wir waren doch überrascht, wie viel es in der Toskana zu sehen gibt. Von den Städten mal abgesehen, auch landschaftlich unheimlich viele Highlights, die wir uns gerne anschauen möchten. Und auch wenn ich anfänglich gesagt habe, wir wollen nur die Region erkunden und nicht das ganze Land, so bin ich doch erschrocken, was es zu sehen gibt. In Innsbruck sind wir gestern gestartet mit einer Stunde Verspätung und hatten dann nochmal die Möglichkeit, den Rätschenpass und das Stilfser Joch in Angriff zu nehmen. Tanja, meine beste Sozia von allen, hatte diese beiden Pässe noch nicht gesehen, also insofern lag es nahe, ihr die mal nahe zu bringen. Und auch ich war wieder angenehm überrascht, wie schön sich das Stilfser Joch noch fahren lässt. Und ich habe das sehr genossen. Man musste kein Hellseher sein, um zu wissen, was uns für den folgenden Tag erwartet. Wir durchquerten die Lombardei im Norden Italiens und somit auch die Po-Ebene, die hauptsächlich landwirtschaftlich dominiert war. Gerade Straßen, enorme Hitze, keine Berge, also landschaftlich nicht besonders interessant und für Motorradfahrer sicherlich nicht die erste Wahl, diese Strecke zu wählen. Das änderte sich jedoch schlagartig mit der Überquerung des Apennin, einem Gebirgszug, kurz vor dem Ende unserer Tagesreise. Herzlichsten Urlaubsgrüße aus San Terenzo. Die erste Station, die wir zuerst angesteuert haben, La Spezia, war eine Hafenstadt, riesengroß und überhaupt nicht dementsprechend, wie wir uns das als Zwischenstopp vorgestellt haben. Ein paar Kilometer weiter, Booking.com mal zu Rate gezogen und ein Hotel gesucht und jetzt hier direkt am Wasser niedergelassen. Richtig toll und die Füße schon mal ins Wasser gehalten. Mehr kann man jetzt nicht wollen. Und das ist für den ersten Stopp, den wir hier realisiert haben, genau das Richtige. Mehr wollten wir nicht machen. Mehr soll es auch nicht werden. Ich muss wieder was sagen. Ich weiß gar nicht was. Wir sind jetzt in Italien. Sind wir schon in der Toskana? Oder fast? Ich glaube, wir sind schon da. Wir sind schon in der Toskana. Wir haben jetzt die nördlichste Stadt, nahezu die nördlichste Stadt. Mhm. Und morgen geht's nach Pisa. Ralf möchte unbedingt den schiefen Turm sehen. Ja, ist halt schief, der Turm. Naja, dann gucken wir uns Carrara Marmor an. Was gucken wir uns noch an? Lucca, glaube ich.
So eine kleine Stadt. Ich denke, das könnte reichen für den ganzen Tag. Und dann kommen wir wieder hierher, nach San Terenzo. Hm. Meine Eselsbrücke. Mark Terenzi nur mit O. Hm. Kann man sich ja sonst gar nicht merken, den ganzen Kram. Ja, vor allem nicht, wenn man den dritten Aperol spritzt. Ja, aber Spritze geht immer. So. Ihr müsst mal gucken, ob Tanja glasige Augen hat. Guckt mal genau hin. Ich muss erstmal was essen. Jetzt gibt es erstmal Spaghetti mit Schwertfisch. Und Ralf, was isst du? Gnocchis mit? Ich habe Gnocchis mit Tomaten, frische Tomaten und Zucchini. Du magst doch gar keine Tomaten. Ich liebe Tomaten. Mhm. Ich bin hier im Urlaub. Ach, und da geht das. Ja, ich liebe Tomaten und frischen Zucchini. Ah, ich bin gespannt. So, ja, schönen Abend noch. Macht's gut. Entgegen unseres ersten Gedanken, den wir gestern getätigt haben, heute gleich weiterzufahren, haben wir uns gestern Abend bei 2-3 Gläschen Aperol doch anders entschieden. Uns gefällt der Ort an sich sehr gut. Wir wollten auch gerne mal eine Ruhepause machen, nicht immer nur auf dem Motorrad sitzen, sondern tatsächlich abends mal hierher wieder zurückkommen oder an einen Ort zurückkommen, bei dem wir nicht immer ein Hotel suchen müssen und das alles auf- und abpacken müssen, das ganze Gepäck. Unsere Entscheidung für den heutigen Tag steht also wie folgt aus. Wir werden die Stadt Massa anschauen, zumindest die Umgebung von Massa. Dort befindet sich der weltweit größte Marmorsteinabbruch der Welt. Dann wollen wir uns Pisa gerne anschauen. Dabei geht es also wirklich nur um den schiefen Turm und nicht um die Stadt und die restlichen kulturellen Highlights, die auch dort sehr, sehr groß und weit gesät sind. Grundsätzlich ist die Tagestour heute mit 170 Kilometern nicht groß, aber ihr wisst ja selber, wie es ist. Bist du erstmal vor Ort, fotografieren, angucken, pausieren und alles, was dazugehört, und dann ist der Tag nachher hin. Wichtig für uns ist, nicht wieder auf Tour zu gehen und alles wieder ein- und auszupacken an Gepäck, sondern tatsächlich wieder zurückzukommen und dann einfach heute Abend, wenn sich die Möglichkeit ergibt, vielleicht auch nochmal die Füße oder den ganzen Körper ins Wasser zu stecken. Ich habe eine Quizfrage für alle Zuschauer dieses Videos und die lautet: In welchem Land brauche ich für 70 Kilometer Strecke mit dem Motorrad 1,5 Stunden? Ja, die Profis unter euch werden es herausgefunden haben, Italien. Boah, lasst euch gesagt sein, nehmt das Geld in die Hand und nutzt die Autobahn, um hierher zu kommen, wenn ihr den gleichen Standort gewählt habt wie wir. Ansonsten geht es in mühsamer und nie endender Litanei durch die ganzen Badeorte, durch die ganzen Orte, an denen Stop and Go das Maß der Dinge ist. Eine Katastrophe. Ich bin nachher auf die Schnellstraße gewechselt, die war auch nicht besser. Aber jetzt, wo wir zurückfahren, werden wir die Autobahn nehmen. Dann nehme ich lieber die paar Euro Gebühr in die Hand. Dafür bin ich aber in einer angemessenen Geschwindigkeit wieder zu Hause. Das als Insider-Empfehlung für alle, die sich vielleicht auch dort platzieren, wo wir es getan haben.
Auch wenn von den Marmorabraumhallen in Carrara eine hohe Faszination ausgeht, so darf man im Nachhinein nicht vergessen, dass die Umweltschäden, die nie mehr reparabel sind, nicht unwesentlich sind. Wer sich bei Google Maps mal die Karte von oben anschaut, wird feststellen, dass diese Stellen völlig weiß sind. Tanja und die andere Person haben höllische Angst. Die Corona da. Alter Schwede, hier geht's doch mal runter, du. Oh Gott. Stopp. Oh Gott. Das hast du mir vorher nicht gesagt. Alter Schwede, das muss man gesehen haben. Das ist ja, das sind ja Dimensionen hier oben. Das ist ja ein Wahnsinn. Die reißen ganze Berghänge ab. Den ganzen Tag alles gegeben hat, wer wie verrückt geschwitzt hat, der hat sich abends, jetzt wo wir das Hotel am Wasser haben, eine echte Erfrischung verdient. Und bei dem warmen Wasser, was wir gestern angetestet haben, kann ich euch sagen, wird das ein Genuss werden. Ich freue mich schon. Ciao. Das heutige Tagesziel war die Stadt Florenz und dafür mussten wir die Apuanischen Alpen durchqueren. Ein Blick auf die Karte hat uns das weiß gesagt, was tatsächlich eingetroffen ist, indem sie für die Motorradfahrer die allerbeste Straßenqualität und ordentlich Kurvenmaterial zur Verfügung stellte. Ja, nicht meckern. Die Tanja hat hier wie immer in unseren Urlauben das Hotel gebucht und eine hervorragende Auswahl getroffen. Ich mische mich da gar nicht ein. Insofern zeige ich euch mal, was wir gefunden haben. Wir sind mitten in der Stadt am Ponte Vecchio, also an dieser großen Brücke mit den Einzelhandelsgeschäften. Und dieses Hotel hat zwei Dachterrassen. Wir befinden uns gerade ganz oben und ich zeige euch mal, wie geil das hier ist. Aperol a day keeps everything away. Prost! Wir sind jetzt in Florenz, über den Dächern von Florenz. Das sieht man hier gar nicht, hier ist toll. Ja,
jetzt müssen wir erstmal ein bisschen uns akklimatisieren und dann schauen wir uns Florenz an. Also ein bisschen noch. Eigentlich machen wir den Rest morgen. Ist das wirklich dein erster Aperol, Tanja? Ja, man mag es kaum glauben. Du bist lustiger als einer. Ja. Ja Gott, Mann, wir sind den ganzen Tag Motorrad gefahren. Das war ganz schön heiß. Wir haben noch nichts fast nichts gegessen. Ja, das ist das Stückchen Apfel. Das macht's. Zu viel Vitamine. Die Ponte Vecchio. Menschenleer, wie ihr erkennen könnt. Und das Mitte Juni. Ich bin absolut überrascht. Nun sind natürlich die Geschäfte schon zu und es ist 19 Uhr. Aber ihr könnt sehen, es ist nichts zu sehen. Manchmal habe ich das dumme Gefühl, dass alle schönen Sehenswürdigkeiten immer mit einem ordentlichen Anstieg verbunden sind. Aber ich will nicht meckern. Die Aussicht hier lohnt sich. Ich zeige euch mal, was ich sehe. Den Corona-Verordnungen und der konsequenten Ausführung unseres Hotels ist es zu verdanken. Ihr hört das schon. Ist es zu verdanken, dass wir hier direkt auf der Straße sitzen, so wie in Frankreich oder Italien oft schon gesehen. Das ist immer dann, wenn die Kneipen und Gaststätten so klein sind, dass draußen auf dem Trottoir bewirtet werden muss. Hier in Italien ist das auch üblich. Wir sitzen hier vorne direkt an der Straße. Ich zeige euch gleich mal, wie eng das hier vorne ist. Das hat atmosphärisch schon sehr viel, aber ich bin so ehrlich, dass ich sage, wenn die hier alle vorbeifahren und dann auch noch diese... Genau, und die Lieferwagen, die morgens die Lebensmittel und alles anliefern, dann ist das nicht so lauschig, wie es auf den ersten Blick klingen mag. Das kaum glauben, aber seit mittlerweile 3 Tagen sind wir in der Region Toskana unterwegs und haben von den klassischen Bildern, die jeder von uns vor Augen hat, noch gar nichts zu Gesicht bekommen. Wir befinden uns jetzt südlich der Stadt Florenz und bewegen uns in der Region Chianti und sind gespannt, ob wir in der Nähe von Siena endlich die Bilder zu sehen bekommen, auf die wir uns seit Wochen gefreut haben.
endlich da, Siena. 3 Nächte haben wir hier gebucht, weil wir wohlwissend, dass wir die Toskana und das Herz der Toskana weiter anschauen wollen, hier noch ein bisschen verweilen wollen. Dann werden wir morgen oder übermorgen die Toskana in ihrem Kern weiterhin befahren und dann gucken wir mal, was noch an schönen Städten hier zu finden ist. Wir haben jetzt hier ein Hotel gefunden, super nett. Gerne eine Empfehlung unten im YouTube-Text. Aber ich zeige euch mal, wie schön groß unsere Terrasse ist und wo unser Zimmer ist. So, das ist unsere Terrasse, beziehungsweise die Aussicht. Da war er ganz stolz drauf und das kann auch sein. Wir werden hier frühstücken. Wir gucken auf die Berge von Chianti und ganz am hinteren Ende auf die Altstadt von Siena. Hier, wie gesagt, können wir unser Frühstück annehmen. Und ja, ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Platz. Und dann gehen wir mal ins Zimmer. Nicht, wer jemals in seinem Hotel eine kürzere Strecke zum Frühstücksbuffet hatte, beziehungsweise zum Frühstückstisch. Hier sind das 5 Meter, 6 Meter, 7 Meter. Und ich zeige euch mal, wie weit es von hier aus zu unserem Frühstückstisch ist. So, man öffnet die Terrassen, Eingangs-, Wohnungs- und sonst was Tür und schreite jetzt raus. Wie ihr seht, hier wird gefrühstückt. Tagen und vielleicht auch gestern schon angekündigt,
sind wir heute mit einer Tagestour auf der Suche nach der echten Toskana. Wir sind zwar schon eine Woche unterwegs und auch circa eine Woche hier in der Region Toskana unterwegs, aber die Bilder, die man tatsächlich mit der Toskana verbindet, die Zypressen, die langen gewundenen Wege auf die Weingehöfte oder auf die landwirtschaftlichen Betriebe, die sind uns bisher ausgeblieben. Man muss es ganz ehrlich sagen und wir haben schon viele Kilometer hinter uns gebracht. Aber die Bilder, die man jetzt im Internet kennt und die alle mit der Toskana verbinden, die sind heute allgegenwärtig. Wunderschön und die Tagestour nicht zu groß gewählt. Wir wollen ja Zeit haben, die Drohne fliegen zu lassen und auch andere Aktivitäten zu machen. Und jetzt schauen wir mal, was wir alles an Eindrücken mitnehmen können. Und die überwältigen momentan und sind von ganz, ganz großer Wirksamkeit. Und so haben wir es uns auch gewünscht. Endlich haben wir sie erreicht. Unsere Toskana. Sie ist so, wie wir es uns vorgestellt haben und ist ganz klar eine Reise der leisen Töne. Wir genießen das sehr, hier durch dieses kurvige Land zu fahren und uns einfach nur treiben zu lassen und linke Hand und rechte Hand unseren Blick schweifen zu lassen. Ich muss ein bisschen aus der Sonne rausgehen. So,
Okay, Sonne rausgehen, sowas Blödes. Das geht ja gar nicht. Okay, Check 2. Belvedere oder Belvedere? Ich weiß nicht, ist das richtig ausgesprochen auf Italienisch? Die schöne Aussicht. Signalisiert hier durch die Olivenbäume, indem man dort hinten das älteste Landgut der Toskana wohl erkennen kann. Naja, ich dachte, wir hätten schon ältere gesehen, aber man kann sich ja täuschen. Auf unserer heutigen Tour, Haken dran, Chapelle Vitaleta, genau, eine ganz kleine Kirche, umrahmt von diesen hohen Zypressen, ein sehr malerisches Bild für jeden, der es aus der Nähe fotografiert, aber ich hatte Italiener neben mir auf dem Weg dorthin, die sagten, multo distanza, und auch wenn ich der italienischen Sprache nicht mächtig bin, so kann ich euch ganz sicher sagen, das heißt große Distanz, und als wir das selber gesehen haben, dass wir in diesen schweren Motorradklamotten ohne Schatten diese ganze Strecke hätten laufen müssen, da habe ich lieber meine Drohne auf den Weg geschickt. Fotostop 4. Quadro. Ziel 5. Die antiken Thermen und Bäder aus Bagnino. Ziel 6. Die Bagna di San Filippo. Hier gibt es die Thermalquellen, die wir oben schon mal besucht haben und die nur für Leute des Hotels oder gegen Bezahlung zugänglich sind. Gibt es die hier für lau. Hier sind auch entsprechend mehr Autos. Buongiorno. Ah, grazie. Ihr seht, ich bin italienisch fit. Nichtsdestotrotz, hier ist deutlich mehr los. Hier ist wie gesagt für lau. Und jetzt gucken wir mal, was uns hier erwartet. Ich habe Badesachen an. Ich weiß nicht, ob wir unser Ziel erreicht haben, aber hier sind viele Menschen. Also so ganz verkehrt sind wir nicht. Gucke mal. Wie versprochen findet dieser wunderschöne Tag, den ich heute sehr genossen habe, seinen Ausklang in Pienza. Nun ist die Stadt nicht so riesig groß, aber sie ist umgeben von alten Stadtmauern und bietet auch Altstadt-Flair. Ich bin froh, dass die Stadt nicht größer ist, denn wir haben heute so viel erlebt, dass ein weiteres Herumrennen, Besichtigen und Fotografieren schon sehr anstrengend wäre. Bei der Hitze schlaucht das echt enorm.
Auf unserer Rückreise in Richtung Modena durchqueren wir wieder den Höhenzug des Apennin, den wir auch schon auf der Hinfahrt kennenlernen durften und der uns auch damals schon begeistert hat. Auf dieser Reise ist es nicht anders, zumal wir dieses Mal am Monte Cimone vorbeifahren, dem höchsten Berg der dortigen Region. Was für eine Hitze heute wieder. Wenn wir nicht durch die Berge gefahren wären, dann weiß ich nicht, ob ich das heute überlebt hätte. Also es war wieder drückend warm und unangenehm in der Jacke. Und dabei habe ich schon eine sehr gute Komfortjacke, die fast überall zu öffnen ist. Aber egal, wir sind da. 250 Kilometer war unser Tagesziel, so haben wir es auch geschafft. Wir sind jetzt im Hotel Castello, etwas südlich von Modena. Und kehren halt hier ein. Sehr viel haben wir heute nicht mehr vor. Wir haben hier ein wunderschönes Hotel gefunden. Adressdaten finden sich nachher unter dem YouTube-Kanal bzw. in meinem YouTube-Kanal unten im Erklärungsfeld, damit alle, die das nachfahren wollen oder auch hier wohnen wollen, gerne nachlesen können. Wir starten heute von Modena aus und wollen uns dann auf den Weg machen an den Gardasee. Das war auch der besondere Wunsch meiner Beifahrerin, die die Ecke dort sehr lieb gewonnen hat. Ja sagen, was man will. Die ganze Welt mag man umsegelt, umradelt oder umfahren sein. Aber, das lasst euch gesagt sein, der Gardasee geht immer. Ich bin immer wieder leicht angefasst, ob der Schönheit dieser schönen Ecke hier, ja, das muss man mal sagen. Jetzt haben wir die Pandemie und die Touristen sind auch noch nicht in der Menge da, wie ich es kenne aus vielen Jahren vorher. Somit lässt sich die Küstenstraße hier sehr angenehm fahren. Die Städte lassen wir mal außen vor. Und du hast ausreichend Möglichkeit, einfach hier schön im Flow an der Küste entlang zu fahren. Oh,
eine Nacht Gardasee reicht schon, um von diesem wunderbaren Ort infiziert zu werden. Schade, dass wir wieder weg müssen, aber der Autoreisezug wartet. Wir müssen heute Abend um 7:45 die Verladung realisiert haben. Die Tagestour für heute beträgt 260 Kilometer. Und wir stehen jetzt noch vor der Entscheidung, auf dem Rückweg oberhalb von Bozen das Penser Joch noch als Passhöhe zu nehmen und auch meiner Beifahrerin damit nochmal einen Pass zu schenken. Oder aber auf, ich sage mal, nach Richtung Norden rechtzeitig davon der ganz normalen Standard-Nationalstraße zu folgen, um dann letzten Endes ohne weiteres Spektakel in Innsbruck anzukommen. In meinem kleinen Beitrag von vorhin habe ich es ja schon einmal erwähnt. Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Weg nach Hause anzutreten. Und wir wären ja wirklich dumm, wenn wir nach dieser wunderschönen Reise den direktesten und schnellsten wählen würden. Insofern ist es naheliegend, dass wir auf dem Weg nach Hause, also nach Innsbruck, den Mendelpass und das Penser Joch noch mit inkludieren, um auch meiner Beifahrerin den größtmöglichen Motorradgenuss zur Verfügung zu stellen, der auf dieser Tour noch möglich ist. Hammer. Hat wieder richtig viel Spaß gemacht, hat meine Erwartungen übertroffen. Wir sind wie immer interessanterweise rund 2.500 Kilometer in den 14 Tagen gefahren, haben uns richtig viel Zeit gelassen und haben genau das gemacht, was wir wollten. Wir haben uns die Toskana angeschaut und auf dem Weg dorthin und von dort zurück vieles Neues gesehen und entdeckt und bereuen gar nichts.